hier heute beim Brückenfest. Der Kaisersteg, die Brücke über die Spree, wird 15 Jahre alt dieses Jahr. Und genau, das Kollektiv Schöner Vibes hat es hier veranstaltet. Und es ist mega cool, weil der Kaisersteg, der Platz, mal endlich belebt ist und hier was los ist. Und es gefeiert wird, weil es wirklich ein schöner Ort ist, direkt an der Spree mit der Brücke, die halt Ober- und Niederschöneweide verbindet und auch für die Jugendlichen sehr wichtig ist. Und wir sind hier mit dem Tonspeicherbus von Outreach Pankow und haben hier ein kleines mobiles Tonstudio, wo die Jugendlichen vor Ort Songs aufnehmen können, Karaoke oder selbst ausgedachte Sachen. Jetzt gerade sind drei drin, die einen ausgedachten Rap-Song aufnehmen. Das mobile Tonstudio beinhaltet im Prinzip eine Art Workshop, den wir mit den Jugendlichen vor Ort durchführen. Das heißt, wir führen die ran an, wie gehe ich mit dem Mikrofon um, wie kann ich überhaupt mit meiner Stimme was machen. Jugendliche zu inspirieren, erstmal überhaupt an einem Mikrofon was machen zu wollen, die meistens ja nur zu Hause irgendwie in ihrem kleinen Kämmerlein sitzen und vor sich hin trallern und noch gar nicht wissen, dass sie überhaupt mal Lust haben auf ein Tonstudio. Damit können wir sozusagen vor Ort die Jugendlichen abholen, können mit denen kleine Tests machen, können ihnen Hilfen mitgeben. Hier soll nicht der große Künstler entstehen, hier sollen im Prinzip Inspirationen gegeben werden, um eigenständig kreativ zu werden.